Hi, hallo. Wir sind Anja und Ilan, befinden uns gerade hier im Sonnenuntergang vor der Halle, in dem unser Haus steht, unser Tiny House. Wir widmen uns nämlich gerade dem Innenausbau und sind in Detmold, hier bei unserem Tiny House Hersteller, wo wir sehr isoliert arbeiten können. Genau, zu Zeiten von Corona, deshalb auch das heutige Video, wollten wir einfach mal zeigen, was wir so in der Zeit treiben, weil nämlich auch beruflich die ganze Situation für uns Einschränkungen bedeuten und wir einfach mal ein Update geben wollten, dass es uns gut geht, was so gerade bei uns passiert. Wir sind ja derzeit joblos, logischerweise. Ich denke, es geht vielen so zurzeit. Es ist wirklich eine unfassbare Krise, die wir aber zu nutzen wissen, Gott sei Dank. In unserem Fall, wir haben sehr viel Glück, ne? Naja, also wir sind ja zum einen nicht nur joblos, sondern es fließt auch kein Geld. Also dadurch, dass wir beide ein Ein-Mann-Unternehmen sind, gibt es nun mal auch keine Zahlung. Die Aufträge wurden gestrichen bzw. auf Eis gelegt. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wann es wieder Aufträge gibt, wann wir wieder Rechnungen schreiben können. Und auch dann ist natürlich der Zahlungszeitraum anderer. Also da wird noch einiges an Zeit vergehen. Für uns also eine ganz schöne Ungewissheit. Und wir versuchen jetzt einfach die Phase bestmöglich zu nutzen oder uns zu nutzen zu machen und haben deshalb auch hier unseren Aufenthalt verlängert, denn planmäßig wollten wir nur eine Woche bleiben. Genau, wir haben unseren Mietwagen also abgegeben und keinen neuen gebucht bzw. den Mietvertrag auch nicht verlängert, weil wir gesagt haben, jetzt wo wir sowieso keine Jobs haben, dass wir die Gelegenheit bestmöglichst nutzen und wenn wir zurück müssen oder das Gefühl haben, wir kommen jetzt doch nicht mehr voran, dann können wir uns jederzeit einen Mietwagen buchen. Jetzt, hoffentlich geht das dann nächste Woche auch noch. Da lassen wir uns so ein bisschen überraschen. Aber jetzt mal ehrlich, für uns ist das eigentlich, so makaber das jetzt gerade klingt, mit das Beste, was uns passieren konnte tatsächlich, weil wir noch nie so schnell mit unserem Projekt vorangekommen sind. Nie so gut und so schnell und so effektiv. Ja, wenn man es im Vergleich jetzt betrachtet, hätten wir bei regulären Arbeitszeiten vielleicht einmal die Woche einen Tag, anderthalb Tage gemeinsam, um an dem Projekt zu arbeiten, um unser Haus Stück für Stück auszubauen. Ja. Und durch die jetzige Situation haben wir eben bisher 2 Wochen am Stück gehabt und können wirklich auch total entspannt nach unserem Tempo morgens in den Tag starten. Für uns ist diese Konstellation zurzeit echt Gold wert, weil wir uns wirklich, also alles, was wir haben an Zeit und an Energie jetzt in unser Haus investieren können, Tag ein, Tag aus. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir auch bereits die Wasserleitungen gelegt haben, dass wir Heizung noch nicht, aber kalt und warm Wasser. Genau, wir haben nämlich einen sehr guten Mann an unserer Seite, der uns da unterstützt, den wir natürlich beauftragen mussten. Wir wollten uns da einfach nicht allein ranwagen. Zum Glück dürfen die Handwerker noch arbeiten. Ja, er hat sogar gesagt, die müssen noch, weil er muss noch Wartungen ausführen. Daher ein großes Glück. Einen tollen Meister haben wir an unserer Seite, der hat heute unser Abwassersystem quasi eigentlich fertiggestellt. Dann haben wir ja die Trennwände und die Treppe bereits gebaut, also gezogen und gebaut. Das Video können wir euch gerne auch nochmal verlinken. Dann haben wir den Filter installiert, wir haben das Podest gebaut, soweit tatsächlich, das steht. Das Grundgerüst steht, die Schubladen stehen noch bevor und auch oben die Lauffläche, also die Platten am Ende, die werden wir auch erst installieren, wenn dann der Elektriker da war, wenn wirklich alle Leitungen gelegt sind. Aber also den Technikschrank haben wir? Den haben Technikschrank wir. Haben wir auch schon aber gebaut. Auch der hat noch keine Türen, also fertig ist anders. Aber Leute, ich sag euch, wir kommen so gut voran, so gut sind wir noch nie in diesem Projekt vorangekommen. Ja. Und es ist wirklich hands-on, also das heißt, wir sind wirklich, wir machen hier jeden Tag effektiv, so effektiv es geht. Wir kochen ja nicht mal mehr, wir kochen für uns nicht, wir nutzen wirklich jede Minute für dieses Haus und kaufen uns stattdessen Fertigessen. Was für uns wirklich ein Drama ist, weil wir sonst täglich kochen und immer gucken, so frisch wie möglich einzukaufen und zu verarbeiten. Aber wir für uns jetzt auch beschlossen haben, das Wichtigste ist jetzt mit dem Haus voranzukommen. Ja. Klar, alles in seinem Tempo, aber wenn wir zwei einmal in der Küche anfangen, dann sei gesagt, dass es mindestens 2 Stunden dauert. Ja, wenn ich jetzt für mich sprechen darf, würde ich sagen, ich koche sehr situativ und intuitiv. Ich musiziere genauso und jetzt bauen wir auch genauso an unserem Haus weiter. Es ist sehr situativ
Und auch, es hat auch tatsächlich viel, also wir haben ja viel geplant in den letzten 2 Jahren. Das wisst ihr ja auch, also diejenigen, die uns schon länger folgen, die wissen das sicherlich. Und hier ist alles so situativ und intuitiv zum Teil auch, weil die Dinge müssen einfach überdacht werden und jetzt überdacht werden. Und man packt das einfach sofort an. Und es hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt auf das Resultat, aber auch nochmal einen ganz anderen Effekt in der Geschwindigkeit und in der Art und Weise, wie wir wieder aufblühen für dieses Projekt, mit diesem Projekt. Das ist also insgesamt der Mehrwert, auch für den Gaswasserinstallateur übrigens. Wir haben so viel Zeit gespart, weil die Fragen, die noch offen waren, die konnten wir dann auch gleich unseren Hersteller stellen. Also können wir durchbohren, können wir das wegfräsen. Auch wenn Ilan und ich die Situation mit Corona jetzt aus gesundheitlicher Sicht zwiegespalten sehen, also wir sehen es nicht so dramatisch, wie das von den Medien auch präsentiert wird, aber das sei mal dahingestellt. Wir respektieren auf jeden Fall den Sicherheitsabstand, den sich auch viele Leute wünschen. Man erlebt es ja auch in den Geschäften. Aber wir zwei, wenn man jetzt mal über Sicherheit oder nötigen Abstand und Hygiene spricht, wir sind hier so abgeschottet in der Halle. Also viel, gar kein Vergleich zu Köln, gerade wo auch noch die Geschäfte geöffnet hatten, was da alles an Keimen und Viren rumgeschleudert wird. Wenn alle Produkte von allen Menschen angefasst werden, das ist natürlich was ganz anderes. Es ist ja auch okay, lieber vorsichtiger mit der Sache umgehen, als zu unvorsichtig, und es hat ja auch viele positive Effekte auf die Natur beispielsweise, dass jetzt auch vielleicht weniger Schiffe fahren, weniger Flugzeuge fliegen. Die Natur kann sich auch einfach ein Stück weit erholen, ne? Wir alle irgendwo. Also wenn wir das hinkriegen, ich weiß ja nicht, was ihr gerade so macht, wie ihr die Zeit vielleicht auch nutzen könnt für euch. Ja, wie ihr das grundsätzlich erlebt, ob ihr so wie wir jetzt wirtschaftlich oder auch finanziell doch spürbar eingeschränkt seid, wie eure Aussichten sind, ob ihr da gegebenenfalls schon finanzielle Unterstützung bekommt oder ob ihr noch arbeiten müsst, dürft, könnt oder runtergestuft wurdet. Also erzählt gerne mal, wie es euch da ergeht. In den Kommentaren natürlich. Ja, und deshalb auch das Video an der Stelle, weil wir davon überzeugt sind, dass der Zusammenhalt und auch der Austausch und das gegenseitige Motivieren enorm hilft. Und ja, also kommentiert das gerne, lasst uns einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt. Abonniert den Kanal. Das auch. Und wir hoffen, dass euch das kleine Update von uns gefallen hat. Und nächste Woche gibt es auch wieder mehr zum Tiny House. Es kommt jetzt noch einiges. Es kommen noch einige Videos. Wir halten immer wieder drauf mit der Kamera. Und da wird noch einiges kommen. Und wir sehen uns dann natürlich gesund in einer Woche wieder. Tschüss. Nein. Kein Tschüss. Ilan möchte nicht mehr Tschüss sagen. Tschüss.